Arisox Bro, was geht? Was geht, was geht? Alles gut? Ja, easy. Ja, okay. Erstmal wollte ich erstmal ein Lob an dich aussprechen, weil nicht nur wegen diesen ganzen YouTube-Videos von dir, die mir natürlich sehr geholfen haben, sondern auch wegen diesen Challenges, die du gemacht hast, wegen so T-Shirt-Designs und so. Ja, sehr gerne. Weil dadurch habe ich halt viele Aufträge gekriegt, noch mehr als davor, und konnte mir jetzt, sag ich mal, ein bisschen mehr Geld ansparen. Nice. Um meine eigene Brand jetzt zu machen. Nice. Und da kommen wir auch zu meiner ersten Frage, die ich habe. Und zwar, ich bin jetzt gerade 17, ja. Mache mein Abitur. Werde auf jeden Fall danach studieren. Auch ein bisschen beeinflusst von meinen Eltern natürlich, aber das werde ich auf jeden Fall auch zuliebe meiner Eltern machen. Und ich wollte halt erstmal fragen, ich habe jetzt noch so ein halbes Jahr, bis ich 18 bin, wie du dich am besten darauf vorbereiten würdest, dass alles klappt. Aufs Studium, also, oder was meinst du? Nee, auf die Brand so ein bisschen, weil das ist halt so was ich auf jeden Fall machen will. Also du musst. Das Gute daran, du hast ja schon ganz, ganz, ganz nice einen grafischen Level. Das heißt, du bist schon kreativ, du hast einen Skill, der echt schon nice ist. Bedeutet, du musst jetzt nur noch für dich so ein bisschen eine Handschrift finden, wo du sagst, das macht mich halt aus, dafür bin ich oder dafür will ich bekannt sein. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Antonio Todisco. Ja. Wenn ich irgendein Bild von denen, von Mark Todisco und Antonio sehe, dann weiß ich sofort, das sind die beiden. Mittlerweile bei 6pm, wenn ich irgendein Ding sehe, irgendein buntes 3D-Ding, dann weiß ich, es haben die gemacht. Genau, also das ist was ich ja so ein bisschen gesagt habe. Also versuch so ein bisschen so eine Handschrift zu finden, dass man deine Arbeit so in welcher Form auch immer so ein bisschen wieder identifizieren kann. Das ist so das Beste, was du hinkriegen kannst. Das kommt aber über die Zeit halt so mal, weil ich muss auch sagen, bei Rooted to, ich konnte vieles bauen oder alles bauen, was ich mir vorgestellt habe, aber ich habe nicht so die Handschrift gefunden. 2015 hatte ich es endlich. Da war die Brand aber schon ein paar Jahre alt. Das heißt, je früher du das findest, umso besser ist es. Grundsätzlich kann ich dir aber sagen, neben dem ganzen grafischen Skill, den du ja bereits schon hast, ist im Endeffekt ein bisschen BWL halt nicht schlecht. Also Zahlen muss man verstehen. Ja. Das heißt, vielleicht mal einen Lehrgang in der Richtung mal zu machen oder einfach mal so mit jemandem reden, der so ein bisschen dir mal zeigt, wie man so rechnet, weil Rechnen ist wichtig. Na, also BWL so ein bisschen ist nicht verkehrt, und ganz, ganz wichtig ist halt Marketing. Na. Ja, okay, ja, das ist auch so eine Sache noch, die ich jetzt fragen wollte. Und zwar, das ist so ein bisschen jetzt auch tatsächlich ähnlich wie bei dem Guy, der davor war, wo der Vater irgendwie die Mathe-Olympiade gewonnen hat. Ja. So, das ist bei mir so ein bisschen auch der Fall. Also ich werde sehr wahrscheinlich nach meinem Abi auf jeden Fall Medizin studieren. So. Okay. Und das ist jetzt, sage ich mal, nicht so passend mit dem, was ich eigentlich noch machen will, so halt mit dieser Brand. Ja. Und ich sag mal so, ich arbeite da jetzt schon so seit 2 Jahren so ein bisschen dran. Okay. So, so Design war schon immer so was von mir, wo ich gesagt habe, so ja, das ist so einfach, das erfüllt mich so ein bisschen. Ja. So, aber ich will halt einerseits so auch nicht meine Mom, weil die haben auch sehr viel dafür getan, dass ich das dann tun kann, so. Ja. Die will ich halt nicht im Stich lassen, so, und deswegen will ich das auf jeden Fall auch machen. Und deswegen wollte ich dich jetzt nochmal fragen, so, glaubst du, das ist so handelbar, wenn man sowas studiert und nebenbei so eine Brand macht? Also ich denke, ich würde das schon schaffen, aber du bist ja vor allem jetzt jemand so, der, also ich glaube, du bist so die beste Person, die man da fragen kann, wie man mit so Druck umgehen soll. Vor allem also, es ist machbar. Also ich bin das beste Beispiel, dass es geht. Du musst bewusst sein, also, und ich meine auch wirklich bewusst sein, dass du viel opfern wirst. Bedeutet Privates. Glaub mir, Beziehungen, du bist halt sehr jung, die Beziehungen, die das irgendwann sagen, so nee, feiere ich Business und so weiter, die werden scheitern, weil die meisten sich nicht vorstellen können, was es halt bedeutet. Deswegen, das Opfer musst du halt, wirst du auch bringen müssen. Ne? Du kannst nicht quasi alles auf einmal haben, weil du kannst dich nicht splitten. Es ist mit Studium und Kreativität ist vielleicht auch ein guter Ausgleich für dich, weil es ist, ich meine, du kannst versuchen dann, wenn ihr, ich weiß nicht, welche Richtung du studieren willst in Medizin, hast du da schon eine Idee? Ja, das ist noch nicht so ganz fest, aber ich werde erstmal, also jetzt nicht Zahnmedizin, sondern erstmal allgemein und dann wahrscheinlich Richtung Radiologie und sowas. Ja, also weil selbst bei Allgemeinmedizin werdet ihr definitiv auch an Leichen, wenn ich das so eklig sagen darf, so ein bisschen arbeiten. Das ist halt einfach so Nervenfreilegen und so weiter, gehört halt dazu. Bedeutet einfach, du kannst versuchen, dann schön ein geiles Design reinzunähen jetzt auf diese Modus. Aber das heißt, Kreativität wirst du immer so ein bisschen ein Teil dabei sein. Ist vielleicht auch ein guter Ausgleich, damit du einfach dich so ein bisschen
nicht verlierst, sag ich mal, oder dass du sagst, okay, mag ich oder mag ich halt nicht. Es ist ja mal ganz geil, dass du zwei Sachen fahren kannst, wenn eine Brand dann funktioniert und im Endeffekt, weil du mit Medizin bist du dann endlich durch bist, ich glaube, das dauert schon so seine 6 Jahre vielleicht sogar. Ja, 5 Jahre hat man, fünf Jahre. Wenn man Doktor machen will, 6. Ja. Genau, das dauert schon echt eine Weile, bis das erste Geld dann auch so teilweise reinkommt. Es kann ja passieren, dass du auf dem Weg dahin, weil ich meine, deine Eltern wollen natürlich ein Stück weit, dass du natürlich erfolgreich bist und dass du natürlich auch finanziell, sage ich mal, gut dastehst. Das ja, ist ja wollen, also das ist so ein bisschen dieser Elterninstinkt, die wollen natürlich so, dass ich was Sicheres mache so. Genau. Und ich glaube, so eine Brand ist so, dass wenn ich denen das vorschlage, so das risikoreicheste, was sie sich überhaupt vorstellen genau. könnten. Und deswegen, ja, okay, das hat mir auf jeden Fall schon mal sehr geholfen, dieser Ansatz. Aber es kann halt auch nebenbei halt stattfinden, ne? Also du kannst es halt nebenbei halt hochziehen und ganz ehrlich, wenn du deine erste 1 Million Euro Umsatz gemacht hast und dann bleibt ein bisschen was hängen, glaub mir, deine Eltern werden nicht sagen, deswegen, also das ist halt schon machbar. Also wenn du etwas mit Leidenschaft machst, das werden die auch irgendwann spüren und wenn es auf jeden Fall finanziell auch quasi sich aus, also sicherstellt, es ist immer irgendwo ein bisschen Freiflug. Du musst halt nur gucken, vielleicht, es sei denn, du findest in der Medizin irgendwas, wo du sagst, boah, das erfüllt mich genauso, dann ist es natürlich cool, da kannst du so parallel fahren, aber ich finde, das sind schon zwei extrem verschiedene Parts. Na, so. Ja. Aber du hast halt im Endeffekt, du bist ja relativ jung, du bist ganz am Anfang, du bist in einer sehr, sehr geilen Zeit, muss ich ehrlich sagen, wo man eine Brand starten kann. Viele sagen so, erst kommen so viel, aber viele sterben auch. Und auf der anderen Seite, ihr habt extrem viele Möglichkeiten, durch kreative Art oder Herangehensweisen Reichweiten aufzubauen. Na, guck mal, Justin, der ist 22 oder 23 mittlerweile. Ja. Na, das heißt, jetzt auch ihn, egal wie man ihn mag oder nicht mag, ich bin ja, und Ilya sind ja cool mit ihm, na, also man sieht ja, was es quasi machbar ist in dieser Welt, wo wir uns bewegen. Also diese, die einfach diese Social Media, was das für ein riesen Game ist. Ja. Und dadurch ist quasi gefühlt alles möglich. Ja, okay, also danke schon mal auf jeden Fall jetzt die Ratschläge. Ja, dann will ich euch jetzt nicht weiter aufhalten. Da sind noch, glaube ich, ein paar andere, die reden easy, wollen. Bro. Und ja, peace, ne? Okay, da, Bro, hau rein, danke dir, ciao. Ja, danke, ciao. Auf geht's. Moin, Bro. Der Early Access. Hallo, hallo? Gewinner. Early Access Gewinner. Yes. Ah, er ist mit Handy vielleicht, deswegen. Ah, ob er vielleicht gerade Mikroprobleme hat, ich weiß nicht. Nö, eigentlich. Ah, ja, jetzt warst du kurz da. Hallo, hallo? Ja, wenn man drückt, dann klappt das auch. Geht's dir gut, Bro? Die Technik. Ja, alles entspannt, hab Urlaub ab heute. Und, okay. Ja, bist du noch in Wien? Auf jeden Fall. Zurzeit nicht, Corona-bedingt bin ich in Sachsen. Ach, leider. Krass, okay. Ja, krass, also hab meine Wohnung vor einem Monat geräumt und nächstes Jahr Winter wieder. Ah, okay, das heißt, du kannst so gar nicht reisen gerade, ne? Nö, genau. Ja, ist richtig Abfuck. Reisen ist zurzeit nicht, genau. Das ist ein bisschen blöd zurzeit. Crazy. Aber schön, dass du da bist. Du bist immer am Start, feier ich immer. Yo, auf jeden Fall. Seit Bali, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten uns ja Bali kennengelernt. Ja. Und Toni kann Drohne fliegen wie kein. Also, es ist irre. Also nicht so diese. Ich weiß nicht, also nicht diese Kunstdinger, sondern der hat eine Drohne, die Aufnahmen macht. Mhm. Und der setzt das Ding durch. Ich so, was? Irre. Einfach nur krass. Naja, mittlerweile habe ich auch so eine Drohne, die eben genau das macht. Achso, diese mit der Brille quasi? Genau. Ja, krank. Also mittlerweile fliege ich Flugzeuge ferngesteuert. Sehr geil. Ja, ich wollte eben gerade mal eine Frage loswerden, die nicht von mir kommt, sondern von sehr vielen Leuten wegen einem Sneak Preview von der Tanja quasi. Ja. Zur Frauenthematik. Da haben mich nämlich sehr viele gefragt, wann da was Neues kommt oder wann da das kommt überhaupt. Also die Frauenkollektion, genau. Tanja hat eine Sneak Preview gemacht und zwar hatten wir schon Anfang des Jahres schon so ein bisschen darüber uns mit ihr unterhalten, ob wir mal eine Kollektion machen wollen für die Mädels wieder, weil Mädels schon immer mehr öfter gefragt haben. Ich aber schon mal Mädels hatte, aber das war ganz nicht so geil. Halt kundentechnisch sind Frauen leider sehr, sehr, sehr schwierig. Und dann hatten wir jetzt wir haben jetzt glaube ich vor 6 Monaten angefangen, die Gedanken wir haben noch, ich weiß noch, das letzte Mal, als ich wegen Repute da war, da hatten wir noch am Tisch im alten Office noch darüber geredet. Noch, genau, oder? Genau. Und es ist jetzt so, dass die Sachen in der Produktion sind. Das heißt, sie sind jetzt in der Produktion. Das, was sie hatte, ist der letzte Pre-Production-Sample. Das heißt, das ist das Sample, was dann kurz danach in die Produktion übergeht. Und dementsprechend wird das
von wenn sie es hinbekommen, jetzt Anfang September verschickt, also zu uns, und ungefähr Oktober, Mitte, Ende Oktober dann in Deutschland, und danach direkt ist auch schon der Release, also gar nicht mehr so lange. Ah ja, sehr gut, dann kann ich das so weitergeben. Das waren sehr, sehr viele Fragen darauf. Ich hatte echt noch nie so viele Fragen auf dem Post von mir. Ilja ist müde, ja, ich bin echt müde. Sehr, sehr geil. Jungs, ich würde auch jetzt euch mal mit euch ein bisschen allein lassen. Ich denke mal, du streamst eh nicht mehr lang. Genau, wir machen auch gleich aus. Aber danke dir auf jeden Fall. Krass, sorry, dass sie dich damit gelöchert haben. Ich hätte wahrscheinlich bei Zeiten da mal raushauen müssen. Ilja, verabschiede dich. Ich verabschiede mich mal bei allen, auch bei dir, Toni. Ja, danke hier, Jasper, für alle, an alle Negativitäts. Bis nächstes Mal. Vielen, vielen Dank fürs krasse Reinschalten. Auf jeden Fall. Habt einen schönen Abend, habt ein tolles Wochenende. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.